Heute im Dschungelcamp 2023 zeigt Lukas sein wahres Gesicht. Hab die Eier in der Hose, was du nicht hast. Hab die Eier in der Hose zu sagen, was du gesagt hast. Junge, denk erst mal über deine Erziehung nach. Hey, sag mir nichts über meine Erziehung. Von Eier. Es gibt einen krassen Streit zwischen Gigi Papis und Lukas. Ich bin das Opfer, ich bin Lukas, ich bin zu jedem nett. Hilfe, Leute, Leute, ich will nur Frieden auf die Erde. Ich bin Lukas, ich will nur Frieden. Ich liebe jeden Menschen. So ein Blenden. Und das Bolognese-Gate ist auch noch nicht ganz ausgestanden. Jemand ist gegangen, der alles dafür gegeben hat. Du willst doch die ganze Zeit gehen, warum gehst du nicht? Sag mal, geht's noch? All das und glaub mir noch einiges mehr gab's in dieser neuesten Folge vom Dschungelcamp 2023, von dem ich persönlich sagen muss, dass es die beste Staffel seit langer, langer Zeit ist und dass ich natürlich genau deswegen wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Hichu! So, nochmal Hallo von mir. Ich bin's natürlich wieder Alex. Die ganzen Folgen gibt's wie immer auf RTL Plus und dann starten wir heute aber mal wieder mit dem schönsten Ruf im deutschen Fernsehen, nämlich Ich bin ein Star. Holt mich hier raus! Dann ging's aber wirklich Schlag auf Schlag und ungewöhnlicherweise starten wir nicht bei den Nachtwachen des vergangenen Tages, sondern direkt beim Auszug, der ja gestern anstand. Denn Cecilia musste leider, oder zum Glück, darüber kann man streiten, das Dschungelcamp 2023 verlassen. Alles gut, Leute, wirklich. Alles gut. Ich check's nicht. Ein harter Schlag. Sie war hier meine beste Freundin. Ja, man merkt schon, Cecilia hat im Camp auf jeden Fall Spuren hinterlassen und viele trauern ihr auch jetzt schon ziemlich hinterher. Julina bringt das, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt. Ich denke, Cecilia kann hier erhobenen Hauptes rausgehen. Sie hat sich von ihrer besten Seite gezeigt. Und ich glaube, ich hoffe, dass sie genauso stolz ist, wie wir es auf sie sind. Okay. Ciao, Leute. Ciao. Naja, und ich muss auch ganz persönlich sagen, Cecilia war jetzt keine meiner Favoritinnen, aber sie hat sich viel besser präsentiert als beispielsweise bei Are You One oder Prominent getrennt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie bestimmt irgendwann nochmal im Fernsehen zu sehen ist. Nach ihrem Auszug hat sie sich jetzt aber erstmal auf ganz leckeres Essen gefreut. Und ich bin mir sicher, sie hat dabei nochmal sehr intensiv an Tessa gedacht. Can I have a Big Mac menu with fries and Coke? Yeah. And ketchup. Yeah. Anything else? Yes. Chicken McNuggets? Yeah, just a 10 piece. A biggest, yes. Thank you. Der beste Burger meines Lebens. Und das habe ich ja schon öfters gegessen, aber es schmeckt jetzt viel intensiver, viel krasser. Ja, und während Tessa ob dieses konzentrierten Tierleids wahrscheinlich gerade einen Herzinfarkt hatte, gucken wir mal wieder zurück ins Camp. Und da merkt man, dass insbesondere einer sehr jetzt schon unter Cecilias Auszug leidet. Denn ich glaube, für Gigi war das erste Mal, dass er eine weibliche Bekanntin hatte, in die er nicht seine kleinen Eiweißschwimmer senden wollte. Es kam eine echte Person ins Schockiert. Weglassen und manche Personen, die nicht echt sind, bleiben noch hier. Ich check das nicht. Verstehe ich auch nicht. Na, und ein bisschen muss ich Gigi da schon zustimmen, denn warum Claudia jetzt immer noch im Camp ist und Cecilia nicht, habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Und wir wissen ja, Gigi trägt sein Herz definitiv auf der Zunge. Deswegen hat er Claudia auch gleich mal damit konfrontiert. Du willst doch die ganze Zeit gehen, warum gehst du nicht? Sag mal, geht's noch? Nein, jetzt ist jemand gegangen, der alles dafür gegeben hätte. Ja, Gigi, also nochmal, ich kann dich schon ein bisschen verstehen, aber vielleicht ist das jetzt doch ein bisschen zu krass. Aber erzähl uns doch einfach mal, was dir so durch den Kopf geht. Cecilia ist eine der realsten Personen im Reality. Naja, ich glaube, darüber kann man streiten. Sie hat dafür alles gegeben. Das wiederum glaube ich auch. Sie hätte sich einen Finger abgeschnitten, um die Krone mit nach Hause zu nehmen. Das wiederum wäre richtig gut für die Quote gewesen, aber auch ein bisschen widerlich. Sie hätte alles gegeben und hier sind Menschen da, die nicht mal Bock haben, wirklich hier zu sein. Die sagen, ja, dann bin ich halt hier. Dann, ja.
Okay, auch da kann ich wirklich mitgehen, denn Claudia strahlt mittlerweile wirklich aus. Ah, ich habe meine Gage bekommen, jetzt kann ich ja auch rausgewählt werden. Ist natürlich nur trotzdem die Frage, ob man deswegen so explodieren muss. Bei den anderen im Camp kam das jetzt nicht so gut an. Und Claudia hat nochmal demonstriert, dass sie sich natürlich auch wehren kann. Das war ein bisschen zu krass. Ich kann dieses Gejammer nicht mehr hören. Didi, bitte. Ja, dann geh du doch. Hey, ich wär Didi. Gegangen. Jemand ist gegangen, der alles dafür gegeben hätte. Irgendwas scheine ich ja zu haben, dass die Leute mich weiterhin sehen möchten. Naja, Claudia, ehrlich gesagt, glaube ich, wollen die Leute nur sehen, wie du weiterhin im Camp leiden musst wegen deiner Bolognese-Lüge. Aber wie auch immer, sie hat es dann definitiv geschafft, Gigi noch mehr auf die Palme zu bringen. Und kurz hatte ich ehrlich Angst, da werden gleich Gegenstände auf Menschen geschmissen. Also lass mich, Claudia, nicht zufrieden. Claudia, fuck mich nicht auf. Gigi, reiß dich zusammen, bitte. Unfassbar. Also man merkte definitiv, die Stimmung war auf dem absoluten Nullpunkt. Und gerade den Harmoniemenschen wie Jolina ging das sehr, sehr nahe. Auch wenn sie ja gar nicht wirklich was mit dem Streit zu tun hat, hat es sie dann bis zu den Tränen gebracht. Jolina, was ist los? Nichts, ich bin einfach... Hä? Ich bin einfach durch. Was ist denn los, Mensch? Nix. Komm her. Erzähl mal, was ist los? Gigi dreht voll am Rad, ey. Was macht er denn? Tritt Sachen um sich, schnauzt Claudia an. Schon wieder mit Claudia? Ja. Der Typ ist echt... too much. Lukas findet Gigi also too much. Das merken wir uns schon mal. Und dann haut er auch noch ein bisschen was anderes in Bezug auf Gigi raus, nämlich ziemlich fragwürdige Erziehungsmethoden. Wenn man zusammen mit mehreren Generationen irgendwo in so einem crazy, crazy Ort ist, wie hier das Dschungelcamp, da gelten andere Regeln. In seinem Alter hätte mir meine Mutter noch links und rechts eine an die Backe geknallt. Es bringt uns ja nicht nach vorne. Hat Lukas da gerade durch die Blume Gigi ein bisschen mit körperlicher Gewalt gedroht? Naja, ich glaube, darüber kann man streiten, aber das wird auf jeden Fall nachher noch ziemlich extrem. Bei wem das Ganze allerdings übrigens auch nicht so gut angekommen ist, das war bei Jamila, denn wir wissen ja schon, die hängt doch ziemlich viel mit Claudia ab. Leider macht Jamila für mich nämlich leider ein bisschen unsympathisch. Aber mit ihrer folgenden Einschätzung hat sie vielleicht auch nicht ganz unrecht. Der ist wie so ein kleiner, bockiger Junge. Wir kennen die Szenen alle so aus dem Supermarkt, wenn sich Kinder auf den Boden schmeißen, weil sie noch was haben wollen, einen Schokoriegel oder so. Und die Mutter sagt, nein, gibt's nicht. Und in dem Moment war er einfach so, man hat ihn etwas weggenommen, seine engste Bezugsperson. Und da war er, glaube ich, sehr überfordert mit. Ich glaube auch, das ist ganz treffend zusammengefasst. Denn ich persönlich halte Gigi eigentlich nicht für einen schlechten Kerl. Aber wir haben jetzt ja schon mehrmals gemerkt, er kann mit seinen Gefühlen nicht so schrecklich gut umgehen. Aber jetzt würde mich natürlich mal wieder deine Meinung in diesem Streit interessieren. Also kannst du Gigis doch extreme Situationen und Reaktionen verstehen? Oder findest du das einfach too much? Schreib es mir super gerne in die Kommentare. Im Camp ging es währenddessen gleich mit dem nächsten Aufreger weiter. Denn wie jeden Tag muss man natürlich auch noch was für seine Sterne tun. Kommen wir zur Wahl der heutigen Dschungelprüfung. Wer ist für Partys? Ja, ich wäre gerne. Ja. 4 von 7 Mehrzahl. Danke. Kurz und schmerzlos. Allerdings durfte sich Papis selbst noch 2 Begleiter für die Prüfung auswählen und er hat sich dann für Lukas und Gigi entschieden. Und ich weiß nicht, ob es daran lag oder an der Zeit, die vergangen war, aber Gigi hatte sich wirklich sehr beruhigt. Und dann ist was passiert, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Kurz dachte ich irgendwie, das wäre ein Traum oder ich bin jetzt hier plötzlich bei gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so. Ich will mich, Claudia, aufrichtig bei dir entschuldigen. Alles klar, gar kein Problem. Hab ich schon angenommen. Weißt du, dass ich das total gut verstehen kann? Ich bin Mama. Und mein Sohn ist 1 Jahr jünger als du. Und ich kann es total nachvollziehen. Ich habe aus Emotionen gehandelt. Nein, alles gut. Ich kann das total nachvollziehen. Ich verzeih dir. Ich drück dich. Das gefällt mir. Mega. Krass. Gigi und Claudia haben sich vertragen und damit, das kann ich an dieser Stelle ja schon mal spoilern, ist deren Streit dann tatsächlich vorbei. Aber glaubt mir, gleich kommt ein noch viel, viel schlimmerer Streit, der eigentlich sehr harmlos anfängt, nämlich mit Lukas, der noch ein bisschen über Gigi und dessen emotionales Wirrwarr spricht. Heute Morgen war ein ganz beschissener Start in den Tag. Gigi hat richtig die Breitseite bekommen heute, weil natürlich seine große Schwester heute gehen musste. Das hat ihn richtig verletzt, das spüre ich auch. Und er hat so ein bisschen, er war einfach auf 180, würde ich sagen. Und dann
Es ist normal, wenn man immer sagt, was man denkt, dass auch zurückgeschossen wird. Das ist ja was ganz Normales. Habt ihr diesen kleinen Unterton von Gigi auch gehört? Das war doch auf jeden Fall ein versteckter Vorwurf in Richtung Lukas, dass der nicht immer sagt, was er denkt, oder? Ich glaube schon, denn kaum, dass Lukas anfängt, da die Brücke zu überqueren und Gigi und Papis ein bisschen alleine sind, geht's noch mehr in diese Richtung. Wow. Da geht der. Der Lukas. Lukas ist einer, der auf jeden Fall ein Bild von sich zeigen will. Das ist perfekt, die Perfektion. Der ist einer, der würde niemals irgendwas Falsches machen. Und da muss ich Gigi allerdings wirklich zustimmen. Man kann ja zu Lukas Cordalis jetzt stehen, wie man will. Also ich finde ihn jetzt nicht so schlimm bisher. Aber er wirkt halt auch immer so, als würde er über jedes Wort extrem nachdenken und wäre absolut nicht real. Aber das wird gleich sowieso noch ein Riesenthema. Erstmal gucken wir uns aber den Titel der wundervollen Dschungelprüfung an. Und wieder eine Essensprüfung. Eure Dschungelprüfung heißt natürlich Unhappy Hour. Okay, und jetzt muss ich ja sagen, ich bin ja auch schon sowas wie ein Dschungelcamp-Profi, aber ich kann mich nicht an eine Staffel erinnern, in der es schon mal so viele Essensprüfungen gab, weil im Finale wird ja wahrscheinlich auch noch eine kommen. Wenn sich einer von euch an eine mit noch mehr erinnern kann, schreibt mir das mal bitte unbedingt in die Kommentare und wir gucken uns währenddessen nochmal die Regeln an. Drei Runden werden gespielt und Papis, du darfst dir abwechselnd einen deiner Gäste aussuchen. Es ist Unhappy Hour, das heißt, ihr kriegt dann jeweils jeder einen Happen. 60 Sekunden habt ihr für den und danach gibt es noch ein Getränk, für das habt ihr auch 60 Sekunden. Papis, das bedeutet, du musst immer essen und trinken, darfst das dann aber eben entweder mit Lukas machen oder mit Gigi. Okay. Ja. Okay, und spätestens ab hier gilt dann leider wieder meine klassische Emetophobie-Warnung. Ich packe dir natürlich die Timestamps wieder in die Videobeschreibung, dann musst du den Teil am besten überspringen. Für den Rest gibt es jetzt Gang Nummer 1, aber auch hier wieder die allgemeine Warnung, das ist wieder kein Video zum Frühstücken heute. Das ist ein Riegel mit 2 Krokodilkloaken auf einem Fischschleimblock. Frag mich einzeln bitte nicht, was das genau ist, aber... Eine Kloake ist das Popoloch. Yay, Krokodil-Arschloch, das klingt ja lecker. Und das wollte Papis dann unbedingt mit Lukas zusammen genießen. Und man merkte schon nach wenigen Sekunden, dass es da durchaus einen Geschwindigkeitsunterschied zwischen den beiden gab. Das ist so die neue Fusion-Küche. Beide müssen aufgegessen haben, damit dieser Stern gewonnen wird. Ja, kurz zusammengefasst, Papis ballert das Ding runter, als wäre es ein leckerer Burger und Lukas macht ein bisschen das Prinzesschen. So sehr, dass sogar Moderatorin Sonja ihn nochmal darauf hingewiesen hat, er möge doch ein bisschen schneller machen. Aber als Prinzessin kann er das natürlich einfach nicht. Komm hier so. Lukas! Gib Gas! Ich hab keinen Spuck im Mund, Leute. Ja. Komm. Mehr Spucke. Bist du schon fertig, Papis? Ja. Papis ist durch. Lukas, schaff das. Lass den Papis nicht für umsonst gegessen. Du schaffst das, komm. 4, 3, 2, 1. Und? Nein. Boah, habt ihr eben den letzten Blick von Papis in Richtung Lukas gesehen? Ich glaube, der war wirklich angepisst, weil er hat natürlich das ganze Ding gegessen und Lukas nicht mal die Hälfte. Also bis hierhin kein Stern. Allerdings gab es danach ja noch einen leckeren Cocktail zum Runterspülen. Und wisst ihr, was ich mich an solchen Stellen immer frage? Wer bei RTL überlegt sich eigentlich bitte diese Rezepte? Oder ist das einfach von der australischen Variante von Chefkoch geklaut? Schweineanus. Schweine was? Schweineanus. Oh shit. Eingeweidesaft, Kuhurin. Oh nee, ihr esst ja kein Schwein. Kuhurin klingt geil, Freunde. Spannend, denn Papis ist wohl tatsächlich kein Schwein und hat sich vor kurzem in einem Interview auch nochmal als gläubiger Muslim bekannt. Also mit anderen Worten, eigentlich darf er das gar nicht essen. Trotzdem hat er sich dazu entschieden, das zu tun. Finde ich beeindruckend, gerade wenn man nochmal an Tessa zurückdenkt. So, 60 Sekunden, die ihr dafür habt, laufen ab jetzt. Bitter, aber super. Wow, ja. Ich trinke dich mit heute. Hier.
Eine interessante Drohung auf jeden Fall. Gang 2 wollte Papis dann allerdings lieber mit Gigi zu sich nehmen. Und da gab es dann Hühnerherzen, die kenne ich sogar, weil sie manchmal meine Hunde kriegen. Und ich muss mir jedes Mal die Nase zuhalten, wenn ich die in ihre Näpfe lege. Oh. Gigi, du musst sie einzeln essen. Gleich zusammen, weil wieder ich hab bitte einzeln. Einzeln. Oh. Komm. Eure 60 Sekunden laufen ab jetzt. Drin lassen. Sobald du einen auspustest, ist es verloren. Drin lassen. Ja, dann kann ich schlucken? Ja, sobald du willst. Komm, ich hab Schweine gesehen. Komm, ich mach's lang. Genau, tu es für Papis. Los! Seiden. Papis ist durch. Yes, Gigi. Yes, Gigi. Yes, Gigi. Sehr, sehr gut. Bravo. Also eines muss man Gigi ja wirklich lassen, er ist ein Kämpfer und hat ein leichtes Aggressionsproblem. Aber wie auch immer, auch hier bekamen Papis und er natürlich noch was zum Nachspülen, nämlich pürierte Mäuseschwänze in Stinkfruchtsuppe. Ausspuckst. Ist vorbei. Ist vorbei. Lack, ich habe mein eigenes Sperma probiert. Uah, geil. Das finde ich sexy. Meine eigene Sperma probiert. Das ist dann eine neue Sperma von dir. Das ist aber eine wundervolle Vorstellung, Papis. Und interessanterweise sieht diese Flüssigkeit dann tatsächlich wie was aus, was aus Gigi rausgelaufen sein könnte. Aber gut, ehe wir darüber jetzt noch länger nachdenken, auch hier bitte runter mit dem Zeug. Gut. Mega. Es stinkt. Dritter Gang. Papis hat sich wieder Lukas ausgesucht und diesmal gab es Ziegenhoden. Und irgendwie war es genauso wie das letzte Mal, als die beiden zusammengespielt haben. Papis sehr mutig, Prinzesschen eher mittel. Runter, runter. Runter, schluck einfach, runter. Schluck einfach. Warte bis zum Ende. Schluck einfach. Runter, 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 runter. Aber trotz aller Motivation und Drohung, und von beiden gab es für Lukas wirklich mehr als genug, wollte das einfach nicht klappen. Naja, vielleicht haben die ganzen Unterspritzungen in seinem Gesicht ja dafür gesorgt, dass die Speichelproduktion nicht mehr so funktioniert. Komm mal komm, wieder. Das musst du schon. Komm. Geh nicht runter. Ja, komm mal. Aber Babi ist doch auch. Schluck's runter. Geht nicht. Ach. Schluck's runter. Toll. Lukas. Oh, ich glaube, der Papis ist echt angenervt. Ja, Papis war wirklich angenervt. Denn obwohl die Gruppe damit immerhin 5 von 7 Sternen erspielt hat, was ja an sich ein richtig gutes Ergebnis ist, war man der Meinung, wenn es jemand verkackt hat, dann auf jeden Fall Lukas. Und der war nach der Prüfung auch ziemlich in Erklärungsnot. Es ist mir einfach vom Körper her nicht möglich, das runterzuschlucken. Tut mir leid. Ich habe mich ja nicht davor geekelt oder irgendwas anderes. Ich habe es versucht, aber es geht einfach nicht runter. Einfach schlucken, oder? Ja, ich finde es sehr schade, aber egal. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie du das siehst. Und natürlich ist sowas zu essen und zu schlucken super schwer. Ich möchte das zum Beispiel auch nicht tun. Aber ich glaube, mit maximalem Willen, gerade wenn man neben sich jemanden hat, der das sehr, sehr schnell macht, hätte man das schon runterbekommen können. Aber wie auch immer. RTL hat dann natürlich ein bisschen Napalm ins Feuer gegossen, indem man noch so ein paar harmlose Nachfragen gestellt hat. Und an dieser Stelle muss mal der Hinweis, dass ich es immer super spannend finde, wenn man die Stimmen aus dem Off auch mal hört. Da merkt man nämlich schon so ein bisschen, wie RTL gerne Sachen manipuliert. Gigi, warum sind Sie nicht lieben geworden? Ja, Lukas hat nicht geschafft zu schlucken. Ja, bisschen enttäuscht, hätten wir alle 7 nehmen können. Ja. Ja. Scheiße. Ja, scheiße. Allerdings wollte Lukas das überhaupt nicht auf sich bewenden lassen und für seine Verhältnisse, wir wissen ja, er ist da immer ein bisschen gehemmt, hat er dann auch versucht, sich zu verteidigen, hat es aber eigentlich nur viel schlimmer gemacht. Soll ich euch mal jetzt was sagen, Leute? Ja. In einem Team verliert man gemeinsam, in einem Team gewinnt man gemeinsam. Wenn ihr jetzt so anfangt, irgendwie, das hat doch nichts damit zu tun. Dann kann ich auch 1000 Sachen sagen. Weißt du, was ich meine? Ich möchte mir das ersparen. Und das finde ich so ein bisschen hinterrücks. Man hätte sagen können, wir sind zufrieden mit 5 Sternen. Ja, aber dann würde ich lügen. Also ich finde diesen Streit irgendwie total schwierig einzuschätzen, weil ja, Lukas redet sich da sichtlich raus und man merkt auch, dass er immer versucht, das Richtige in die Kamera zu sagen. Auf der anderen Seite fand ich vielleicht auch, dass Gigi und Papis ein bisschen arg auf ihn eingesprungen sind. Aber wie auch immer, Lukas hat dann jedenfalls gezeigt, dass er vielleicht ein Medienprofi ist, sich aber auch nicht immer zusammenreißen kann. Und er hat es wirklich noch schlimmer gemacht. Ich hätte es gern runtergeschluckt, ich habe davor gar keine Berührungsangst, ich habe versucht, aber es ging nicht runter. Punkt.
Entweder wir sind ein Team oder ihr sagt, was ihr sagt. Aber dann sieht man auch, wer ihr seid, Leute. Lukas, du hältst auch viel in dir und sagst nicht wirklich, was du denkst. Ich sag, was ich denke. Nein, dann sag diese 1000. Wo sind diese 1000 Sachen? Ich kann es nicht runterschlucken. Das ist einfach der Punkt. Ja, ja, aber die 1000 Sachen, jetzt musst du hier sagen. Das verstehe ich jetzt aber sogar so ein bisschen, weil diese 1000 Dinge würden mich auch sehr interessieren. Und erinnern wir uns kurz, tatsächlich hat Lukas ja vorhin zu Julina schon was Negatives über Gigi gesagt. Und theoretisch müsste Lukas es jetzt einfach nur aussprechen. Aber er macht wieder einen auf halbadelig und schweigt lieber. Und das fand ich dann echt unsympathisch. Es gibt immer Dinge, die mich an anderen stören, aber die bringe ich nicht auf. Das ist uncool. Das ist uncool. Also, das mach ruhig weiter. Uncool. Dann haut er auf mir rum. Gut. Alles klar. Das hat doch nichts mit Rumhalten zu tun. Das ist... Nee, mi. Ja, du hast aber gerade gesagt, du hättest 1000 Sachen zu sagen. Und hier muss ich auch bemerken, ich bin selbst zum Beispiel ein absoluter Harmoniemensch, aber manchmal muss man Sachen einfach aussprechen, weil es sich sonst immer weiter aufstaut. Und ich glaube, das wäre jetzt so ein Moment gewesen. Interessanterweise war Gigis Analyse ziemlich präzise. Ich weiß, du hast einen großen Namen. Ich respektiere es. Ich weiß, du hast von draußen viel Druck. Ich weiß, dass die Menschen ein Bild von dir haben. Und du willst nicht eine andere Seite auch zeigen von dir. Ich weiß es. Nein, die haben das Bild, weil ich so bin, wie ich bin, zum einen. Aber auch manchmal rauslassen tut gut. Auch mal, wenn du was denkst und sagst, ach, kannst du mal leise sein. Sag es einfach. Ja. Das Ehrlichkeit fehlt ein bisschen hier. Aber hier auch nochmal die Frage an dich. Wie siehst du das? Also findest du Lukas' Verhalten hier nachvollziehbar oder ist er für dich auch eine kleine Weichflöte? Schreib mir das bitte mal wirklich gerne in die Kommentare, weil in dieser Folge kann ich mich auch irgendwie noch nicht so richtig entscheiden. Lukas jedenfalls vergleicht dann das Team plötzlich mit einer Beziehung. Weiß ich jetzt nicht, ob das ein guter Vergleich ist. Den Streit macht es jedenfalls schlimmer. Wir sind in einer Beziehung, doch. Wir sind gemeinsam im Dschungelcamp. Lass uns ein Interview machen. Oh, ich bin... Solange man damit klarkommt, kann man auch darüber hinwegsehen und muss es sogar. Weil sonst ist es ja, das würde ja ein Chaos sein. Aber es wäre eine unglückliche Beziehung. Gigi, wenn du irgendwann eine Beziehung hast, wo du überhaupt nichts hast, was du sagen kannst, worüber man diskutieren kann, dann super. Ich würde dann in einer Lüge leben. In einer Beziehung, was mich Sachen stören, aber ich sag dann, ja, stört mich nicht. Die Beziehung ist doch da, wo man alles sagt, was man denkt, wo man dann verbessern kann. Mhm. Richtig. Und wenn mich was an dir stört, würde ich sagen, ja, das glaube ich nicht. Das ist ja das. Ich glaube nicht. Ich glaube, okay. Du hältst viel in dir. Das habe ich gemerkt. Okay, und spätestens an dieser Stelle hat Lukas einfach de facto gelogen. Denn wir wissen ja vorhin schon, es gibt Sachen an Gigi, die ihn stören. Und die hat er bisher einfach nicht klar angesprochen. Aber wie auch immer, Lukas hat dann vor der Kamera wieder versucht, das genau andersrum zu drehen. Denn da war er natürlich wieder der beste Mensch der Welt. Ist er aber nicht. Das ist ein Thema, was viel über meine Persönlichkeit sagt. Ich suche immer das Gute. Egal, wo ich hinkomme, versuche ich gute Dinge zu finden, nicht schlechte. Hör auf, immer ein Engel zu sein. Du liebst jeden, du machst jeden, du bist der Glückliche, du bist der Nette. Ich bin, wie ich bin, Gigi. Du bist, wie du bist. Bitte, Alter. Mal gucken, ob die Kameras auswählen, ob du immer noch so mit denen so... Nein, also ein Engel ist Lukas für mich definitiv nicht. Und der Streit zwischen den dreien ist immer weiter eskaliert. Auch Papis hat sich immer mehr und mehr eingemischt. Und ich kann mir fast nicht mehr vorstellen, dass sie das noch irgendwie lösen. Sprech aus, was du hast zu sagen? 1000 Dinge, du hast zu sagen. Sag es. Dass ihr beide jetzt so gegen mich dreht. Ja, oh mein, bitte, Jesus, das will ich nicht mehr hören. Ihr beide gegen mich abdreht. Lass mal gehen, bitte. Can I go? Ja, und dann sind Papis und Gigi auch im Camp verschwunden und haben Lukas einfach zurückgelassen. Gleich wird aber natürlich noch schön weitergestritten. Vorher wollte ich dich aber nochmal einladen, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Wir sind jetzt nämlich schon bei 282.000 Abos. 3.000 in den nächsten 4 Tagen fehlen uns noch. Dann haben wir die 285.000 geschafft und das würde mich mega freuen. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber gut, dann sind wir auch schon wieder zurück im Camp und wie gesagt, Papis und Gigi sind vorgegangen. Das ist den anderen natürlich auch sofort aufgefallen. Wo ist denn Nummer 3? Wo ist denn Lukas? Keine Ahnung, wo das ist. Juckt mich auch nicht. Lukas. Was da drin passiert ist, erzähle ich nicht. Also man merkt, diese kurze Zeit hat jetzt keinesfalls zur Beruhigung beigetragen. Bei Lukas hätte ich dann allerdings schon damit gerechnet, dass er sich vielleicht eine Taktik überlegt auf dem Weg zurück, um wieder vor der Kamera besonders gut dazustehen. Aber stattdessen ging auch er jetzt ein bisschen mehr auf Angriff. Oh, mein Team hat mich allein im Wald zurückgelassen. Geile Leistung. Echt danke, Jungs. Teamleistung halt richtig unterirdisch, Leute. Unterirdisch. Ah, Lukas, mach nicht einen auf Opfer, Lukas. Sonst fuck ich den ganzen Dschungel an. Ich
Oh ja, man hört es schon. Gigi ist dann richtig aggro geworden. Und ich hatte diesen Moment in dieser Staffel bei einer anderen Gelegenheit schon mal, aber da war auch noch Tessa drin und so, dass es gleich eventuell sogar zu körperlichen Dingen kommen könnte. Denn bei Gigi kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass da mal ein Holzscheit oder so fliegt. Hab die Eier in der Hose, was du nicht hast. Hab die Eier in der Hose zu sagen, was du gesagt hast. Junge, denk erst mal über deine Erziehung nach. Hey, sag mir nichts über meine Erziehung. Sprich nicht von Eier oder irgendwas anderes. Sag mir nichts über meine Erziehung. Oh, sag mir nichts über meine Erziehung. Komm, Jungs. Sag alles gegen mich. Sag, ich bin ein Idiot. Sag alles. Aber sag nichts über Familie. Boah, da muss ich jetzt aber auch sagen, dass das von Lukas ein unnötiger Tiefschlag war. An dieser Stelle aber mein großes Lob an Cosimo. Habt ihr vielleicht eben gesehen, der war der Erste, der dazwischen gegangen ist. Und ich glaube, das war in dem Moment auch ganz gut so. Ruhiger wurde die Situation aber dadurch nicht. Nicht zuletzt, weil sich auch Papis nochmal eingeschaltet hat. Erzähl die ganze Geschichte, wenn du das erzählen willst. Dann zähl mal deine wahre Gesicht, wie du bist. Ja, pass mal auf, es gibt ein Fußballteam, einer schießt den Elfmeter. Wenn der den verschießt, zeigen alle mit dem Finger drauf. Oder sagt man, ich nehme euch. Das ist für mich ein Team, das Leute. Kann doch nicht sein. Das ist unsportlich. Du bist unloyal und du bist falsch gerade. Du bist ein falscher Mann. Und dann ist irgendwas passiert. Lukas hat nämlich gar nichts mehr zu der Sache gesagt. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, das liegt wirklich daran, dass ihm einfach die Argumente ausgehen, was ich nicht besonders toll fand. Was ich allerdings auch nicht so schön fand, war dann das Verhalten von Gigi, weil der hat immer weiter auf Lukas eingetreten. Ich bin das Opfer, ich bin Lukas, ich bin zu jedem nett. Hilfe, Leute, ich will nur Frieden auf die Erde. Ich bin Lukas, ich will nur Frieden. Ich liebe jeden Menschen. So ein Blenden. Grundsätzlich muss man aber sagen, die Stimmung im Camp war wirklich bei minus 10. Und die anderen hatten jetzt natürlich das Problem, dass sie bei der Prüfung gar nicht dabei waren und trotzdem sowas wie eine moralische Entscheidung fällen mussten. Lolina hat das, glaube ich, ziemlich gut gemacht und ich würde ihr zu 94,7% zustimmen. Ich glaube zu 100%, dass Lukas hier mit der Einstellung reingegangen ist, ich möchte mich von meiner besten Seite zeigen. Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters, ich bin der Familienvater, mein Leben läuft toll. Und wahrscheinlich dadurch war einfach der Druck zu hoch. Ja, so würde ich das auch sehen. Allerdings wollte Julina natürlich sicher gehen, dass sie da mit ihrer Analyse auch richtig liegt und hat deswegen mit den Einzelnen nochmal gesprochen, so unter anderem auch mit Papis, der auch, glaube ich, ziemlich getroffen war von der Diskussion, der allerdings auch ganz klar bei seiner negativen Haltung Lukas gegenüber geblieben ist. Ging es um das Essen? Null. Ging null zu dem Essen. Null. Null. Ich sagte, ihr zwei, ja, ich jetzt unterstelle mich hier Dinge, ich könnte tausend Dinge über euch sagen. Ich sage, wenn ihr habt was zu sagen, seine tausend Dinge, was er hat zu sagen, er soll zu mir kommen und mir sagen, weil ich stehe auf meine Fehler, du hast was zu sagen, sag es. Na gut, mittlerweile muss man ja aber natürlich sagen, Lukas hat jetzt ja schon eine der tausend Sachen gesagt, nämlich, dass Gigi seiner Meinung nach keine Erziehung genossen hat. Aber das ist halt auch sowas, das sagt man eigentlich nicht. Und das spricht ja auch dafür, dass Lukas wirklich überhaupt keine gute Meinung von den beiden hatte, nur es vorher nie gesagt hat. Meiner Meinung nach ist Lukas übers Ziel hinausgeschossen. Es war kein ich verteidige mich mehr, sondern das war Angriff. Gerade nachdem seine Frau ihm gestern noch den Brief geschrieben hat, Schluss mit Liebsein, Schluss mit ruhig, Schluss mit dies und das. Also das war kein Ausversehen, dass ihm das rausgerutscht ist. Dafür ist er auch einfach zu ein großer Medienprofi. Boah, und da wiederum bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, Lukas war auch schon ziemlich sauer. Er kann das nur nicht so gut zeigen. Naja, der Streit hat dann jedenfalls zwar noch eine Weile angehalten, dann wurde es aber ein bisschen ruhiger. Nicht zuletzt, weil ja dann abends auch die Essenslieferung kam. Aber auch da war die Stimmung echt nicht so toll. Liebe Stars, in der heutigen Dschungelprüfung habt ihr 5 Sterne erspielt. Der aktuelle Stand bei Lukas, Papis und Gigi ist, wir schmeigen das Thema tot. Nun ist Totschweigen ja aber etwas, was normalerweise keine gute Idee ist. Deswegen hat Julina auch die Entscheidung getroffen, dass sie die Streitparteien ganz gerne nochmal an einen Tisch oder eher an ein Feuer bringen würde. Aber so richtig geklappt hat das nicht. Ich habe keine Lust, dass dann solche Dynamiken entstehen, dass ich möchte nicht mit dem Nachtwache oder ich habe keinen Bock, mit dem zu reden. Ich fände es sinnvoll, die Scheiße aus der Welt zu kriegen.
Dann ist aber was wirklich Interessantes passiert. Denn bei Gigi und Papis hätte ich so vom Verhalten eher damit gerechnet, dass sie sagen, nee, wir wollen das nicht mehr ausdiskutieren. Das kam dann aber von Lukas mit einer richtig fadenscheinigen Scheißbegründung. Jolina, was ist deine Motivation jetzt? Muss man da jetzt nochmal rumrühren oder? Ich denke nicht, das nochmal so zu zelebrieren oder zu filetieren oder vorzuführen. Was soll das bringen? Lukas, meine Motivation ist weder etwas zu filetieren noch vorzuführen, noch mich an irgendeinem Drama von euch zu ergötzen. Gut. Das verbitte ich mir. Wir werden mit Sicherheit irgendwann noch mal drüber reden, aber dann, wenn der Moment richtig ist. Bis wann? Bist du explodiert noch mal wieder, oder? Irgendwas davon hat, glaube ich, dann bei Lukas aber doch noch was getriggert und er hat zu der Sache noch was gesagt. Eigentlich ziemlich ruhig, aber wieder mit so leichten Spitzen im Unterton. Jetzt sage ich es noch mal. Ganz deutlich dir und auch am Gigi und euch allen auch. Ich hatte das Gefühl, ihr wollt mir in die Schuhe schieben, dass ich mit irgendjemand hier Stress habe und es nicht sage. Ich habe mit keiner Person, die hier im Camp ist oder war, jemals Stress gehabt. Ja, aber du hast gesagt, du hast 1000 Sachen, die du uns sagen willst. Ja, da hat Gigi ehrlich gesagt Lukas sauber ausgedribbelt und dazu konnte er dann auch nichts mehr sagen. Deswegen hat er schnell das Thema gewechselt. Aber spätestens ab hier habe ich Lukas wirklich gar nicht mehr verstanden, weil er kann doch einfach zugeben, dass er auch ein Problem mit den beiden hat. Das wäre doch nicht schlimm gewesen. Stattdessen hat er sich als Opfer inszeniert. Als wir rausgingen, habt ihr immer wieder gesagt, ja, Lukas hat es nicht gemacht, Lukas hat es nicht gemacht. Immer wieder. Das finde ich nicht sehr kollegial. Er hat es so nicht gemacht. Der hat es nicht so gemacht. Luca. Er hat nicht mit dem Finger auf mich gezeigt, aber ich gesagt, ja, stimmt, Lukas. Ich muss sagen, ich fand das Verhalten so ein bisschen stumpf, weil nicht richtig einander wieder zugehört wurde. Das stimmt. Und gerade Lukas wirkte wirklich so, als hätte ihm das jetzt irgendwie komplett den Spaß an dem Format vermasselt. Dann muss man aber auch fairerweise sagen, hat Julina mit ihren nächsten Worten recht. Und ich muss leider eh nochmal festhalten, Lukas ist für mich eine der krassesten Enttäuschungen 2023. Wenn jeder von jedem Pups immer direkt angegriffen und verletzt ist, also vielleicht ist dann auch einfach der Dschungel ein bisschen hart. Aber wisst ihr, was ich mich eigentlich die ganze Zeit während dieser Diskussion gefragt habe? Wo ist eigentlich mein ganz persönlicher Favorit Cosimo? Normalerweise ist der doch auch bei jedem Streit irgendwie zumindest ein bisschen dabei. Wo ist Cosimo? Och, der Arme. Und ich weiß dann nicht, ob es daran lag, aber kurz danach ging es jedenfalls um die Rauswahl und da bekommen natürlich immer zwei Leute ein Vielleicht, also die mit den wenigsten Anrufen. Und zum einen war das Claudia, endlich, und ich glaube, das war auch wirklich Zeit, und zum anderen Cosimo. Was zum Teufel ist denn mit den Zuschauern los? Da muss man doch bitte mal für Cosimo anrufen, ich will den zumindest im Finale sehen. Aber jetzt gucken wir natürlich erstmal, wer rausfliegt. Ja, und die Entscheidung, die hört ihr jetzt. Und das Camp verlassen muss Claudia. Oh. Cosi, du bleibst. Oh. Freu dich. Nein, freu dich doch. Okay, damit sind wir Claudia dann tatsächlich los. Ich muss aber eine Sache an dieser Stelle mal positiv bemerken. Sie hatte sich ja vorhin in der Folge schon irgendwann mit Gigi versöhnt und das blieb dann auch bei ihrer Verabschiedung so. Das ist ja dann trotz allem noch ein nettes Ende. Die Cecilia werde ich knubbeln und drücken. Na, und sei mir schön anständig, halt die Ohren steif und zieh das Ding durch. Ne? Ja, ich geh mal ein bisschen. Weißt du? Ich möchte dich gerne in der Hotelbar am Beach besuchen kommen. Ja, aber ist nicht gratis. Was? Spaß, natürlich. Tja, und das war's denn jetzt zwar erstmal wieder mit dieser Folge, aber ich habe euch natürlich noch versprochen, dass ich noch ein bisschen auswerten sollte, wer denn jetzt eigentlich eure Top-Favoriten sind. Und bei den meisten ist momentan Cosimo auf der 1, gefolgt von Jamila und Julina, die sind so mehr oder weniger auf einem Platz und haben auf jeden Fall noch große Chancen, das Ding zu gewinnen. Und dahinter kommt dann bei den meisten Papis oder Gigi. Und ziemlich weit abgeschlagen kommt dann Lukas. Und ganz ehrlich, da habt ihr ein gutes Gespür bewiesen, insbesondere nochmal nach dieser Folge. Aber auch heute habe ich natürlich wieder eine ganz tolle Frage an euch, nämlich wen würdet ihr morgen unbedingt aus dem Camp schmeißen wollen? Schreibt mir das bitte auch wieder in die Kommentare, ich mache wieder einen angepinnten Post. Und wenn ihr mir sonst noch einen Gefallen tun mögt, dann könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbeigucken, wenn ihr sowieso vorhaben solltet, in nächster Zeit Spiele oder Guthabenkarten für PlayStation oder Switch oder so zu kaufen. Ja, aber das müsst ihr alle streng genommen sowieso wieder tun, denn sonst zeigt euch Lukas bald seine Power-Pepperoni.